So, heute wollte ich mal nach dem Rechten gucken, weil die Stockwagen extreme Zunahmen anzeigen. Aber wie man sieht hinten, die Schlehe blüht. Die Kirche da hinten, da sieht man die Bäume. Da auch, ringsrum. Da ist die Birne am Anfang zu blühen. Temperaturen stimmen, ist feucht genug und ich weiß nicht, ob man es hört, auf jeden Fall brummt es hier. Hier liegen Vibrations in der Luft. Das duftet auch wie verrückt. Ich hoffe, das gibt schönen hellen Honig hier im Frühjahr und am liebsten zweimal schleudern. Also hier wird Zeug geschleppt und da wird schon ventiliert, da hinten rechts am Flugloch. Da kommt der schöne Duft her. Ja, es kommt was rein. Das ist schön. Vielleicht gucke ich mal rein in den obersten Honigraum. Ich habe ja quasi schon zwei drauf, weil die haben ja auf zwei Tagen überwintert. Ich habe ja nur das Absperrgitter reingelegt, weil ich auf einer Tage die Völker führe. Zander 1.0, wie man so sagt. Ja, schön. So, jetzt wollte ich noch die Waage überprüfen, ob das mit den Zunahmen stimmt. Dazu habe ich hier meine Schwungscheibe vom Auto. Ist mir schnell ausgebaut. Die hat 8 Kilo und ein paar zerquetschte. Die lege ich jetzt da drauf. Dann mache ich eine neue Messung. Ich habe schon eine gemacht. Das ist das Feld Nummer 8. Das ist die Waage oder das Volk Nummer 6. So, jetzt habe ich die Messung gemacht. Und das zeigt sogar weniger an. Also zeigt nicht die 8 Kilo an. Also können wir davon ausgehen, dass es sogar mehr ist als die Zunahmen, die angezeigt werden auf der Waage. Ich glaube, es sind Kilo zu wenig. Aber die Tendenz ist halt da. Das reicht mir. Schön. Soll ja die Woche so weitergehen. Dann kommt noch allerhand rein. Dann muss ich vielleicht noch einen Honigraum aufsetzen. Schauen wir mal. Ach, ich wollte ja noch mal kurz reingucken in den Honigraum. Das mache ich mal gerade. So, Brummen hört man sie. Sind auch oben angekommen, wie man sieht. Besetzen die ausgebauten Waben natürlich zuerst. Die linken Mittelwände, da haben sie noch nicht angefangen, da sind zwei Stück, aber rechts. Mal gucken. Oh ja, ein bisschen haben sie angefangen. Ach, die nächste haben sie aber. Gut, ich hatte drei Stück rechts, zwei links, glaube ich. Und das duftet. Und das nächste Mal. Da ist schon was drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber irgendwo muss ja das Gewicht herkommen. Und da ist auf jeden Fall was drin. Das ist, wie gesagt, das ist die dritte Tage. Schön. Ah, herrlich.
Die haben sie unten festgebaut. Das ist schon ein Glas. Oh ja. Ich hoffe, man sieht's. Gut. Also, es kommt was rein. Schön. Tja, das war mal ein kurzer Einblick. Jetzt kann es losgehen. Dann danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.